Okay, wir waren. Ah ja, gestern, genau. Ellie, ist das das Krankenhaus vom ersten Teil? Ich glaube, ne? Ja, die ist nur 13 Jahre alt, ne? Oh, ich habe eine Karte. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, ich könnte es vergessen. Ich wollte es vergessen. Er wird ausflippen, wenn er merkt, dass ich weg bin. Heute Abend müsste ich das Krankenhaus erreichen. Ich weiß nicht, wen oder was ich da finden will. Ich weiß nur, dass ich Angst habe. Hier ist niemand. Dieser Ort ist völlig verlassen. Scheiß drauf, ich werde reingehen. Hier muss irgendwas sein. Okay. Das haben wir schon. Gehen wir es mal hier rein. Ich habe kein Inventar. Zurückgelassen. Keine Waffen, kein nix. Ich bin sehr gespannt, wie die Story sich voranschreitet, die Hauptstory. Was auch was mit Abby ist und bin sehr gespannt. Ich weiß zwar nicht, was sie hier sucht, was sie hier zu finden sucht und sich erhofft. Warum seid ihr verschwunden? Oh, sie sucht nach den Fireflies, wo sie hin sind, weil sie Antworten haben möchte. Wahrscheinlich. Ja. Ratten! Glaube ich. Das Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unserer Theorie untermauern. Das ist dein ganz großes Ding. Ha. Also sie haben doch getestet. Mit Ellies Blut oder irgendwas? Oder... Ich glaube nicht mit ihr Blut, ne? Ich weiß nicht, ob sie überhaupt mit Blut testen können. Morgen diese Zeit werden wir den Lauf. Habe ich nichts an? Ja, okay. Wenn wir den Lauf der Geschichte verändert haben. Fireflies. Okay, da geht's wahrscheinlich rein. Dawn, weißt du, ich habe echt gern die ganze wertvolle. Weißt du, Dawn, weißt du, ich habe echt gern diese ganze wertvolle Krankenhausausstattung katalogisiert und gesammelt. Und als ich fertig bin, höre ich, dass sie keiner mehr brauchen kann. Ich kann echt nicht glauben, dass ihr unsere Auflösung beschlossen habt. Ich verstehe es ja, aber es war ein Wunder, das uns durch die Finger gelitten ist. Echt scheiße, aber die ganze Welt ist scheiße. Wir können einfach nicht so aufgeben. Meinen Sie Ellie damit? Was jetzt? Sollen wir in Quarantänezonen leben, uns einer drittklassigen Widerstandsgruppe anschließen? Das kann doch nicht sein. Es muss noch Leute geben, die mehr wollen. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Leute zu suchen. Und wenn ich dabei draufgehe, Scott. Ist Scott der... Der Freund von Abby? Der Ex-Freund? Ist er so? Bin sehr gespannt, warum Abby das gemacht hat. Das ist eine Ratte.
shit. Hier lag Ellie drin im ersten Teil. Da wo sie Joel sie rausgeholt hat. Und wo sie alle. Wo er alle erschossen hat. Oder er war wir. Hier lag Ellie drauf. Am Arm. Ich gehörte zu denen, die dem Schmuggler auf der Spur waren. Und dem Mädchen. Die meinten, selbst wenn wir sie finden oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist, wäre es egal. Denn die einzige Person, die einen Impfstoff entwickeln könnte, ist tot. Oder wie durch ein Wunder jemand anderen, der immun ist. Wäre es egal. Oder jemand anderen, der immun ist. Wäre es egal. Denn die einzige. Ne, es ist ein Wolfpack. Es ist ein Wolfpack, okay. Oh oh. Komm her. Was hast du dir nur gedacht? Mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen. Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Er wird immer noch lügen. Oder? Mann. Sag schon. Ciao. Dann kann ich. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet. Ich hielt sie auf. Hat sie gesagt. Ich meine, hätte jeder gemacht wahrscheinlich. Das hätte jeder gemacht. Pass mich bloß nicht an! War ja klar, sie hast jetzt. Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. What? Ellie, come on. Wollte Ellie etwas sterben oder was? Hätte er sich sterben lassen sollen? Ich glaube nicht. Hätte ich genauso gemacht, als wenn ich Joel gewesen wäre. Ich hätte die auch getötet, alle. What the fuck? Über 13.
Oh, Ellie, Ellie, entblößt dich nicht. Oh, aber ja. Leider ich das. Joel sieht in Ellie was, sowas wie eine Tochter. Und das hätte jeder Vater gemacht. Scheiß drauf, Alter. Dann kann doch die ganze Welt in den Bach untergehen. Warum muss ein 13-jähriges Kind sterben? Für alle. Dumm. Wenn sie immun ist, okay. Wenn andere nicht immun sind, haben sie Pech gehabt. Wenn's, sagen wir mal, das immun, dass den Impfstoff machen könnte, wenn man Blut abnimmt, ganz normal, weißt du, ohne dass man im Gehirn rumfummelt und dass sie dann dabei drauf geht, dann wäre alles okay gewesen. Aber so, du musst einen Eingriff machen und hoffst zu 90% oder zu 80%, 85%, dass es klappen könnte, dass das Impfstoff davon kommen könnte, dass alle gerettet werden können. Sie waren sich ja nicht 100%ig sicher. Also, ja. Hätte ich genauso gemacht. Wenn man den Impfstoff aus Blut machen könnte, Blut abnehmen, man entwickelt den Impfstoff daraus, okay. Hätte Joel das auch zugelassen. Aber so, nee. War alles richtig, was er gemacht hat. War alles richtig. War nicht selbstlos. Er wollte sie einfach nur schützen und fertig. Finde ich in Ordnung. Dina? Jesse? Oh ja, wir sind jetzt wieder im Jetzt, okay. Die wollten mehr, dich sicherlich wollten die mehr. Und die haben es auch nicht getestet. Die haben auch mit Ellie nicht geredet, wirklich. Sie haben sie hintergangen im ersten Teil, dass Joel sie da hinbringen sollte und dass sie dann mit ihr Experimente machen, was Ellie nicht wusste, was Joel nicht wusste. Hätten sie ganz normal mit den beiden geredet und dann haben gesagt, so sieht's aus, was können wir machen, was will wir machen, dann wäre es halt auch nicht dazu gekommen, aber naja, so. Okay, danke. Je mehr, desto Messer. Hey, sieh mal, Joe, dein Lieblingsstreifen. Okay. Joel, sein Lieblingsstreifen. Alright, wo sind wir überhaupt? Wo sind wir? Hinter dem Kino? Aber anscheinend war sie ja nicht mit ihm fertig. Sonst hätte sie ja nicht mit ihm mehr geredet und so, ne? Mal sehen. Ist da nichts rum? Scheint nicht. Oh, Rotlicht. Dina? Jesse? Oh. Das ist nicht gut. Wo sind die zwei? Sie flirten. Ich kann auch wieder zurückgehen. Okay. So, hier wird nichts drin, weil ich hier schon nachgeguckt habe. Wenn eine Katze hinkommt, bin ich mal aufgeregt. Oh, wir müssen wohl reden, hä? Wir müssen wohl miteinander reden. Oh oh. Sie schläft. Sie hatte eine harte Nacht. Er weiß es noch nicht. Konnte kaum Wasser bei sich behalten.
Oder vielleicht vermutet er das. Wecken sollen. Ist sie schwanger? Yikes. Ja, sag's. Ja, er vermutet es doch schon. Ich verstehe, warum du hier bist. Aber sie muss zurück. Sie braucht Hilfe und die bekommt sie nicht, wenn... Ja, ich weiß. Aber ich kann Tommy nicht im Stich lassen. Doch, er vermutet es. Vielleicht bringst du sie zurück. Sie wird nicht ohne dich gehen. Ja. Scheiß drauf. Holen wir Tommy. Das Aquarium, das Mädchen erwähnt hat. Tommy hat Abby noch nicht gefunden. Wir bleiben da, bis er sie hat. Und es ist okay für dich, Dina allein zu lassen? Sie will es so. Okay. Sagen wir, dass wir gehen. Wir treffen uns draußen. Aber es regnet draußen. Müsst ihr ein bisschen warten, bis die Sonne wieder scheint. Hi. Hey, Babe. Du musst die Tür von uns verriegeln. Ich mag Jesse. Jesse ist cool. Ich hoffe, er ist kein Böser. Ich Karte liegt das Aquarium am Strand. Ich hoffe, er also macht nicht gute Miene zum bösen Spiel oder so. Wie soll man in der Stadt trocken bleiben? Indem man nicht rausgeht, wenn es regnet. Freddy, du bist ganz nass. Ich dachte, vielleicht sagt sie was oder so. Ich muss gucken. Blut und so, weißt du. Kannst du mal einsammeln gucken. Ja. Alter, ich freue mich schon auf Ghost of Tsushima, oder wie das heißt. Da freue ich mich richtig drauf. Gott, das wird ein geiles Spiel, glaube ich. Oder ich hoffe, es wird ein geiles Spiel. Hoch mit dir. Okay. Hoffentlich stirbt Jesse nicht. Hoffentlich. Danke. Dass wir im Aquarium nach Tommy suchen. Ich hab nicht erzählt, dass du es wusstest. Zu das. Meinte ich nicht. Das Aquarium eine Wurfbasis? Das glaube ich nicht. Nora meinte, dass ich Abby da verstecke. Hat sie dir erzählt, warum sie es getan haben? Ja. Ein Zerwürfnis zwischen Joel und einigen Fireflies.
Jetzt Ex-Fireflies. Was für ein Zerwürfnis. Er war ein Schmuggler. Und es gab Streit wegen ein paar Waren. Es kam zum Kampf. Einige sind gestorben. Schätze, sie wollten Rache. Scheiße. Ändert das irgendwas für dich? Nö. Deswegen? Ich muss da was wissen. Wegen Joker. Wenn wir Tommy finden, gehen wir dann nach Hause? Ja. Ist ein paar der Arschlöcher am Leben? Nein. Dina sollte zurück nach Jackson. Okay. Gut. Ich lasse keinen am Leben von denen. Ich werde sie alle töten. Dann ist kein Arschloch mehr auf der Welt von denen. Und dann kann ich wieder nach Hause gehen. Aber dann kommen wieder neue Arschlöcher. Und so geht es immer weiter. Also, The Last of Us Forever. Neuer Titel. Teil 3. The Last of Us Forever and Ever. Oder liegt noch was? Ich 44. Oh ja, ich will darauf. Darauf spare ich jetzt. Damit die lautlosen Kills schneller ausgeführt werden, darauf spare ich. Ellie ist total durchnässt. Nichts in Autos, ne? Gar nichts, ey. War jetzt ein bisschen riskant, aber ich wollte die unbedingt mitnehmen. Da hinten ist Licht. Blockiert? Ja. Fragst du dich manchmal, ob sie uns nach Jackson folgen werden? Was meinst du? Ich meine, wir mähen ihre Leute nieder. In ihrer Stadt. Wegen dem, was sie getan haben. Kam Abby und ihre Freunde nicht wegen Joels Tat nach Jackson? Hier ist es nicht wie in Jackson. Joel und Tommy haben Abby geholfen, als sie angegriffen wurde. Genau. Diese Leute bringen einfach nur jeden um. Sie haben sofort auf dich geschossen, oder? Ja. Siehst Stimmt du? Wohl. Siehst du? Ist ja schon lange so schlecht? Nur ein paar Tage. Als wir hergekommen sind, hat sie eine Horde Wolves kalt gemacht. Da wäre es beeindruckt gewesen. Oh ja. Mit ihr sollte man sich nicht anlegen. Moment, müssen wir hier lang? Sorry, da muss ich gucken.
Oh. Hallo? Haha. Das habe ich gar nicht gesehen, oder? Habe ich Parts? Genug Parts für irgendwas? 62. Na, ja, wir können den Bogen weiter upgraden. Ist nice. Nice. Thank you.